Also mein Name ist Stefan Krause, bin 57 Jahre alt und bin Kameramann und Dokumentarfilmer. Und mein Werdegang, ich habe Dokumentarfilm studiert an der Filmhochschule in München. Ich bin die Heike Fritz, ich komme aus dem Allgäu und bin jetzt ausgebildete Journalistin, arbeite als feste, freie Redakteurin beim BR. Und ansonsten machen wir nicht nur berufliche Dinge, sondern viele Hobbygeschichten in Form von Imkern, haben für Haiti sehr lange gearbeitet und ja, alles Mögliche in der Umweltpolitik gemacht. Also da sind wir sehr aktiv. Doch das hat uns dann irgendwie letztlich in den Münchner Dunstkreis verschlagen. Ich sage jetzt mal, bei der Dokumentarfilmerei immer auch den anderen Blickwinkel vielleicht auf die Welt war für mich im Fokus. Und das haben wir eigentlich immer versucht, zum Teil bei gemeinsamen Filmen, zum Teil bei anderen Filmprojekten auch irgendwie ein bisschen umzusetzen. Wir leben jetzt seit fast 25 Jahren hier in Eichenau, also im Landkreis Fürstenfeldbruck, und haben eben Filme überall auf der Welt gemacht und haben uns auch versucht, in eine Welt zusammenhängen, in Haiti zu engagieren. In Haiti deswegen, weil unser allererster gemeinsamer Auftrag? Der zweite Auftrag war es gemeinsam, war eben ein Dokumentarfilm über Kinder in Haiti zu machen. Ganz allgemein, wir durften aussuchen, was es am Ende, welches Kind es werden würde. Wir sollten eben ein Kind porträtieren. Es wurden dann zwei Schwestern. Und so heißt der Film auch, zwei Mädchen aus Cité Soleil. Das Cité Soleil ist der größte Slum der Welt und laut UNO der gefährlichste Ort der Welt. Bin mir nicht sicher, ob das so stimmt, aber das Auswärtige Amt warnt auf jeden Fall davor, dass da die Deutschen auf keinen Fall in diesen Slum gehen sollen, auch damals schon. Wir sind jeden Tag reinmarschiert und abends wieder rausgekommen. Witzigerweise, fast zeitgleich war ein japanisches Filmteam da und es wurde einmal an einem Tag abends nackt und ohne sein Kamera-Equipment ausgespuckt aus dem Slum. Die haben wahrscheinlich dann tatsächlich gesagt, wow, wir sind mit dem nackten Leben davon gekommen. Also wir haben es geschafft, da ganz gut durchzukommen, mussten aber zum Beispiel auch mal, weil die Situation schon gefährlich war, das muss man schon sagen, wir mussten ein Interview für diesen Film abbrechen, weil die Mädchen, obwohl sie uns mochten, uns kannten und eigentlich schon ganz cool vor der Kamera waren, die sind immer stiller geworden, während wir das große Interview geführt haben, wo sie eben Dinge, die wir schon gefilmt haben, die sie dann erklären sollten, was sie da genau gemacht haben, weil ihr Lebensalltag natürlich komplett anders ausschaut als bei uns und viele Dinge sich nicht einfach durch die Szene erklärt haben. Und dann haben die plötzlich nichts mehr geredet, sind immer stiller geworden. Und dann haben wir gesagt, also jetzt brechen wir ab und machen das irgendwie anders, weil das bringt so nichts mehr, die erklären nichts mehr gut. Und dann haben sie uns am Abend erzählt, dass da hinten eben die bewaffneten Typen waren, die eben die Kinder immer umbringen. Und dass sie Angst um uns gehabt haben, dass die uns jetzt dann umbringen. Deswegen sind sie ängstlich geworden und wir sollten weggehen. Und das war eben auch sowas, was sie im Film erzählen, dass immer Kinder erschossen werden. Und wir haben schon immer gedacht, was soll das eigentlich? Was bedeutet das? Kinder werden erschossen. Niemand bringt mutwillig Kinder um. Und dann haben wir von anderen eben erfahren, doch, es ist tatsächlich so, diese bewaffneten Banden in Haiti haben, wenn eine Entscheidung in einem Ministerium oder von der Polizei gefallen ist, die ihnen nicht gefallen hat, dann haben die da Kinder aus dem Slum einfach entführt, vor dieses Ministerium oder die Polizeistation gekarrt und haben sie da erschossen, als Zeichen dafür, uns hat diese Entscheidung nicht gefallen und vielleicht überdenkt ihr das, weil sonst kommen wir nur öfter und bringen mutwillig Menschen um.
Und insofern war natürlich umso nachvollziehbarer, dass die Mädels immer stiller wurden, weil sie natürlich diese bewaffneten Typen kannten. Also wir haben den Film ja 1996 gemacht und haben dann ein relativ langes Adoptionsverfahren hinter uns gebracht, bis wir dann tatsächlich im Jahr 2000 unsere Kinder holen konnten. Und haben dann gesagt, ja, die Chance müssen wir natürlich nutzen, wenn wir nochmal nach Haiti kommen, dass wir dann der Familie, bei der wir den Film gedreht haben, den Film auch zeigen. Und dann konnten wir tatsächlich nochmal nach City Soleil und haben all den Beteiligten dann in einer sehr spontanen Filmvorführung den Film zeigen können und haben dann auch den Segen bekommen, dass wir ihren Alltag doch relativ gut eigentlich dokumentiert haben. Das stimmt. Da nur eine kleine Nebenanekdote, die ich bis heute großartig finde. Wir haben damals einen Mann gesucht, der uns fährt, weil in Haiti Autofahren ist höchst gefährlich. Und der dann eben auch beim Auto bleibt, während wir in dem Slum überhaupt erstmal wieder suchen, ob wir die Familie finden. Und der Mann hat dann gesagt, ja, also er fährt uns an die eine Fabrik, also da gibt's eine Zuckerfabrik in der Nähe, da fährt er uns hin und lässt uns raus. Und dann haben wir gesagt, na, da kann schon sie rauslassen. Von da aus finden wir garantiert nie in das Viertel, wo wir hin müssen. Du musst uns da hinten rauslassen. Und dann haben wir ihm erklärt, wie er fahren muss und dass wir da und da hin wollen. Und irgendwann sagt er, ihr fährt nur mal weiter, er hat Angst, da leben die ganz Wilden. Und da habe ich gesagt, gut, aber von da aus, wo wir jetzt sind, wenn du hier auf uns wartest, dann finden wir vielleicht die Familie, weil wir konnten natürlich überhaupt nicht einschätzen, ob die 4 Jahre später überhaupt nur in der Hütte wohnt. Und dann sind wir da hinkommen und es war wie ein Heimkommen. Es war wirklich ein Hallo. Ja, Heike und Stefan sind wieder da. Und also die Familie kurzum hat nicht mehr in ihrer alten Hütte gewohnt, sondern in einer anderen. Aber sie sind in einer größeren Hütte gewesen und die Frau hatte 5 Kinder. Also die haben da sehr viel komfortabler gewohnt. Und sie hatte wieder einen Mann, der nach einem sehr zuverlässigen Mann aussah. Also der hat dann auch mitverdient und insofern ging es ihnen vielleicht ein bisschen besser. Also das war wirklich witzig, dass dann also der Typ, der selber in City Soleil wohnt, dass der uns aber nicht in den Teil vom Slum gefahren hat, weil er sagt, das ist eine ganz gefährliche Ecke. Ich denke, das Wichtigste in unserem Engagement dürfte die Haiti-Kinderhilfe gewesen sein. Da waren wir für eine Hilfsorganisation tätig, Stefan als Vorsitzender, ich als Schriftführerin, die sich für Entwicklungsprojekte in Haiti, also Haiti ist das Nachbarland der Dominikanischen Republik auf der Insel Hispaniola in der Karibik, die sich also für Hilfsprojekte in Haiti eingesetzt hat und zugleich hauptsächlich aus Familien mit adoptierten haitianischen Kindern bestanden hat. Und da wir selber in Haiti gearbeitet hatten und danach Kinder aus Haiti adoptiert haben, haben wir da sehr gut reingepasst. Und Stefan als Vorsitzender hat sehr viele Jahre und sehr lange Jahre wichtige Projekte da angestoßen. Die Haiti-Kinderhilfe ist ja eine kleine ehrenamtliche Organisation und ich sage jetzt mal, bis zum Erdbeben im Jahr 2010 waren die Projekte in Haiti relativ überschaubar. Also es gab halt ein Patenschaftsprogramm, was man ja von manchen anderen Organisationen auch kennt. Und immer wieder kleinere Projekte, wo die Haiti-Kinderhilfe hauptsächlich, sage ich mal, mit lokalen Trägern vor Ort Finanzierungen gemacht hat, sei das jetzt ein Krankenhaustrakt zu erweitern oder eben an der Schule Dinge, ein neues Klassenzimmer zu bauen. Aber alles in so einem Rahmen, den man auch ehrenamtlich relativ gut stemmen konnte. Wir hatten auch nicht mehr Geld. Also wir hatten auch nicht mehr Spenden, die man ausgeben konnte. Waren natürlich auch nicht mehr Spenden da. Ja, und das hat sich dann halt mit dem großen Erdbeben in Haiti im Jahr 2010, in dem es ja also geschätzt über 200.000 Tote gab und im Endeffekt im Großraum Port-au-Prince fast die gesamte Infrastruktur, die schon vorher relativ desolat war, zerstört wurde,
hat sich das relativ schlagartig eigentlich geändert, weil doch relativ viele Menschen gesagt haben, Mensch, da ist eine Hilfsorganisation, die jetzt nicht erst Haiti entdeckt, weil es jetzt da das Erdbeben gab, sondern die halt lange Kontinuität der Arbeit in Haiti hat. Und wir hatten eine Infrastruktur, das darf man nicht vergessen. Wir hatten unsere Studenten, die alle mindestens Englisch und Französisch gesprochen haben und deswegen den ganzen anreisenden Helfern relativ viele Möglichkeiten eröffnet haben und als ihre Dolmetscher unterwegs waren. Das haben wir dann relativ schnell organisiert, dass die zum Beispiel für Staat International aus Gröbenzell, diese Psychologenorganisation, dass die da dann die Betreuung und die Organisation übernommen haben. Oder wir haben in unserem Krankenhaus, das wir da ausgebaut hatten, die Médecins Sans Frontières aus Belgien war es letztendlich, organisiert, weil unser Krankenhaus inmitten der Trümmer stand wirklich nur noch dieses Krankenhaus, weil es einfach solide gebaut war. Und da konnten die dann plötzlich nicht nur einfach auf der Straße operieren, sondern in unserem Krankenhaus und solche Geschichten. Da hat man dann eben gleich gemerkt, dass unsere Studenten gut waren, dafür gut ausgebildet waren, weil sie sofort kapiert haben, was nötig ist. Wenn sie nicht so ganz klar waren, haben sie auch wieder mal Rücksprache mit uns gehalten. Aber es ist eben zu einem relativ schlagkräftigen Einsatz sofort gekommen. Also das war ziemlich toll gleich am Anfang. Ja, also das, wo sich dann sozusagen die Brücke von Haiti nach Deutschland schlägt. Film und persönliches Engagement auch wieder verbinden ließ, war eigentlich, dass wir ja schon fast Jahrzehnte, kann man sagen, also wirklich viele, viele Jahre, unter anderem den Film aus Haiti dann in der Antirassismusarbeit in Sachsen eingesetzt haben. Die haben da einen sehr rührigen Landesfilmdienst, der Veranstaltungen in Schulen, in Kinderhort, in Kindergärten, Freizeiteinrichtungen macht. Und die uns dann tatsächlich da immer wieder eingeladen haben, um eben den Film aus Haiti, und wir haben dann auch einen Film aus Kolumbien und aus der Sahara gezeigt, mit Kindern anzuschauen und Projekttage zu machen, wo die Kinder dann mal eben Essen aus dem Land kennenlernen und einfach mal über den Tellerrand, sage ich mal, schauen und sehen, wie Kinder woanders leben, in welchen Verhältnissen. Und das war für uns eigentlich eine sehr schöne Arbeit, weil man natürlich, wenn man fürs Fernsehen arbeitet, macht man einen Film, der wird dann ein-, zweimal ausgestrahlt, und vielleicht hat man das Glück, dass man dann noch auf irgendeinem Dokumentarfilmfestival ihn zeigen kann. Und dann geht man normalerweise, sage ich mal, zum nächsten Thema und dann ist das Projekt abgeschlossen. Und so haben wir eigentlich viele, viele, viele Jahre immer noch mit dem Film eben gearbeitet und haben auch eigentlich sehr positive Rückmeldungen immer gekriegt, wo sich dann eben zeigt, ja, wenn man direkt einen Bezug dazu hat und wenn man den Leuten das oder in dem Fall jetzt den Kindern das dann auch vermitteln kann, dann kann man mit so einem Film doch unheimlich viel auch an positiver... Also so am Anfang waren die Kinder gerade eben in den Brennpunkten, wo wir eingesetzt wurden, das hat ja der Landesfilmdienst sozusagen entschieden, da waren die Kinder gegenüber schwarzen Kindern immer schon erstmal sehr überheblich und haben dann oft gesagt, oh, die sind dreckig, die haben nichts Tolles anzuziehen. Und dann haben wir so einen Tag lang sie in diesem Leben leben lassen. Also wir haben eine Plane aufgebaut, wo dann eingezeichnet war, wie groß die Hütte war, wie groß das Bett war. Und dann mussten sie mal zu fünft in diesem Bett liegen und sich ausmalen, wie sie in diesem Bett schlafen und wie gut sie geschlafen haben nach so einer Nacht. Oder sie mussten mit 50 Cent in den nächsten Supermarkt gehen und sollten versuchen, da Essen für eine fünfköpfige Familie zu kaufen. Je nachdem, wie groß die Kinder waren, da gab es immer unterschiedliche Aufgaben. Und dann haben wir eben zum Schluss noch so gekocht, wie die Leute in Haiti kochen, und haben das miteinander gegessen. Und am Schluss waren eigentlich die meisten Kinder extrem interessiert und haben ganz andere Fragen gestellt,
als sie in der Früh so geäußert haben, wie blöd eigentlich die Schwarzen sind, weil sie eben kein tolles Auto fahren oder keine tollen Klamotten oder Turnschuhe haben. Und das war schon, also da konnte man wirklich den Wandel im Lauf des Tages, konnte man sehr gut sehen. Und der Landesfilmdienst hat immer gehofft, dass sie am Ende nicht deutschnational wählen werden, sondern vielleicht ein anderes Wahlergebnis rauskommt. Und insofern schließt es schon auch so eine Lücke von Haiti nach Deutschland und von der Filmarbeit und der Gesellschaft hier in Deutschland, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen sollte, bevor man radikale Positionen einnimmt. Ja.